Fliegen hoch in die Luft, Sternenstaub, der uns ruft. Tauchen in den Regenbogen ein. Märchen schön, Helden stark, strahlend hell, wie du's magst. Hörst du nie mehr unser Lied allein. Die Musik, sie trägt dich gerade himmelwärts. Nichts hält uns noch weiter auf. Wir sind die magischen Wings. Fliegen hoch zusammen. Wir sind die magischen Wings. Denn nur an uns kannst du glauben. Träumen, Vertrauen, die Kraft wird immer wieder scheinen. Für immer. Wir sind die magischen Wings. Die Wings erlangen das Vertrauen des Drachenbändigers Lu Wei, indem sie die Drachen des Legendariums zähmen. Sie erfahren, dass Lu Wei Eldora, die große Feenmutter, gekannt hat. Lu Wei weiß zwar nicht, wo Eldora ist, zeigt den Wings aber ihre Lieblingsblume. Doch nicht einmal Flora kennt diese außergewöhnliche Pflanze. Das geheime Gewächshaus. In Kürze wird die Saltora-Schule für mediale Fähigkeiten auch in unseren Händen sein. Als könntest du meine Gedanken lesen, Icy. Heulender Sturm! Wiedersehen! War das einfach. So habe ich's gern. Schwestern, wenn wir das Kristallzimmer der Schule erobern, können wir die Gedanken aller anderen kontrollieren. Alles verschlingendes Chaos! Es hat funktioniert. Von jetzt an, Psionika, hört ihr auf uns, verstanden? Wir gehorchen den Tricks. Wir sind schon so nah dran, Schwestern. Schon bald besitzen wir alle Kräfte, um die Wings zu besiegen. Tricks, könnt ihr mich hören? Hallo? Oh, was gibt's denn, Selina? Ich kann es euch erleichtern, die Wings zu besiegen, indem ich Blumen aus dem Weg schaffe. Na los, Jungs, Tempo halten! Ja. Unter einer Minute. Ich fühle mich fantastisch. Oh, ja, ich mich ebenfalls. Das beste Workout aller Zeiten. Das letzte Training beim Guru hat sich ausgezahlt. Was jetzt? Wir haben eine Belohnung verdient. Kommt, wir besuchen die Wings. Hört sich gut an. Finde ich auch. Ich bleibe hier. Wie, willst du Musa denn gar nicht sehen? Ich will weiter trainieren. Ich will diesen einen Move perfektionieren. Wie du meinst, Riven. Sehr erfreut. Ich nehme die Herausforderung an, furchtloser Krieger. Versuch es nochmal. Wenn ich doch nur wüsste, was das für eine Blume ist. Wenn wir das herausgefunden haben, sind wir Eldora wieder einen großen Schritt näher. Ja, denn wer sonst könnte uns erklären, wie wir das Legendarium für immer schließen? Wenn Palladiums Unterricht vorbei ist, können wir ihn fragen, ob er Eldoras Blume kennt. Kommt schon! Hey, Wings, was ist denn mit uns? Oh, wie unfair! Nie nehmen sie uns mit in Palladiums Labor! Obwohl es da drin so tolle Zaubertränke gibt. Ich würde sie so gern mal aus der Nähe sehen. Nun, vielleicht gibt es ja einen Weg, ohne dass uns irgendjemand dabei sehen kann. Oh ja, lasst es uns versuchen. Oh. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Hast du den wirklich überall gesucht? Kommt schon, nichts wie rein. Die Elixirologie ist eine äußerst wichtige magische Wissenschaft. Es kommt nicht unbedingt darauf an, welches Elixier und wie viel man davon verabreicht, sondern eher wann und aus welchem Grund man es einsetzt. Seht genau hin, liebe Schülerinnen. Nur ein paar kleine Tropfen. Und schon ist der dunkle magische Zauber von unseren Erstsemestern genommen. Das sind doch genau die Erstsemester, die uns eigentlich auf unsere Reise begleiten sollten.
Verwandlungszauber sind die schwierigsten und oft kompliziert zu lösen. Aber es gibt drei wesentliche Dinge, die man nicht vergessen sollte. Erstens... Herzbandelfen, was habt ihr angerichtet? Erwischt! Also, wo waren wir denn vorhin? Nun, um einen Verwandlungszauber wieder aufheben zu können, brauchen wir eine besondere Mixtur aus magischen Kräutern? Ich würde eher sagen, aus stinkenden Kräutern. Und eine Fee, die mit Tieren umzugehen weiß. Bitte schön, Roxy. Jetzt konzentriere dich. Ich löse nun das Tier von dir. Wow, Roxy, du hast es geschafft. Oh, ich muss Faragonda sprechen. Warten Sie langsam, Direktorin Griffin. Mädchen, bringt Miss Griffin sofort ins Krankenzimmer. Hier, damit geht es bestimmt leichter. Ganz vorsichtig. Es wird alles wieder gut. Direktorin Griffin ist schon bald wieder bei Kräften. Oh nein, jetzt haben wir ihm gar nicht die Blume gezeigt. Professor Palladium, warten Sie! Was ist denn, Wings? Wir müssen Ihnen unbedingt etwas sehr Wichtiges zeigen. Geht ruhig weiter. Wissen Sie vielleicht, was für eine Blume das ist? Diese Art Pflanze habe ich noch nie gesehen. Oh oh, das war's dann. Keine Sorge, Mädels. Wir werden Eldora schon irgendwie finden. Ein Moment. Sagtest du gerade Eldora? Ja. Kennen Sie sie? Soweit ich weiß, lebte vor sehr langer Zeit eine Fee dieses Namens hier in Alphea. Tatsächlich? Was wissen Sie noch über sie? Sie unterrichtete Pflanzenmagie in Alpheas Gewächshaus. Im Gewächshaus? Wieso weiß ich denn nicht, dass es so etwas hier gibt? Wo ist es, Professor? Unter der Kuppel. Seitdem Eldora von Alphea fortgegangen ist, ist das Gewächshaus verlassen und verschlossen. Aber es existiert noch. Na dann los! Kommt! Juhu! Danke, Professor! Vertraut mir, ich muss nach Alphea gehen und mich dort zeigen. Ich habe einen perfekten Plan. Woher sollen wir wissen, dass du nicht die Seite wechseln willst? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar ein falsches Spiel spielt. Keine Sorge, Schwestern. Wir werden sie einfach die ganze Zeit beobachten. Ich weiß genau, was ich tue. Ein Gewächshaus hier in Alphea. Wie aufregend. Kommt, Brinks, mir nach. Die Kuppel ist dort drüben. Hey, seht doch mal, wer da kommt. Brandon! Hi, Timmy! Guy! So eine Überraschung. Ich dachte, ihr wolltet trainieren. Wo ist denn Riven? Hey, Musa! Riven wollte noch weiter trainieren, aber ich soll dich grüßen. Wir sind kurz davor, noch mehr über Eldora zu erfahren. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Oh ja, das merke ich. Hey, Bloom, es ist so schön, dass ihr wieder in der magischen Dimension seid. Danke, Sky. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Bloom! Bloom! Selina, du hier in Alphea? Ich wollte mal vorbeischauen. Sky, das ist Selina. Wir waren damals in Gardenia beste Freundinnen. Bloom, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Ich auch, Selina. Was war denn in Ägypten? Wieso bist du dort gewesen? Nun, ich habe dort auch nach Eldora gesucht. Aber dann stürzte plötzlich die Decke ein und ich habe dich nicht mehr gefunden. Oh. Oh. Selina, wo bist du? Ich kannte Eldora. Sie war meine persönliche Feenmutter. Ach, wirklich? Ja, und weil ich mit Eldora und ihrer Magie verbunden bin, haben die Trix versucht, mich zu entführen. Ah, jetzt mal ehrlich, was haben die Trix für ein Problem?
Keine Angst, Selina. Hier bei uns bist du sicher. Woher wusstest du, dass du Blum hier findest? Dank meines Feeninstinkts. Blum, du warst schon immer mein Vorbild. Das bist du noch heute. Ich will euch helfen, Eldora zu finden. Das ist toll. Das ist der Moment, in dem ich ins große Unbekannte aufbreche. Und du musst mir sagen, wie tapfer und liebreizend ich bin. Sei tapfer und stark, meine furchtlose Prinzessin. Ich werde auf dich warten. Mach's bald. Tada! Irgendetwas stimmt mit dieser Selina nicht. Selina, du weißt also auch nicht, wo sich Eldora gerade aufhält? Nein, leider ist sie ohne eine Nachricht gegangen. Ich suche schon seit Jahren nach ihr. Und in der ganzen Zeit konnte ich von niemandem mehr etwas lernen. Vielleicht kann ich dir helfen, Selina. Das muss der Eingang zum Gewächshaus sein. Natürliches Tor! Gehen wir jetzt da rein? Nein, mit Selina nicht. Faragonda muss sie erst kennenlernen. Das sind die Regeln unserer Schule. Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden. Wir müssen Hinweise finden, wo Eldora ist. Genau, Selina hat recht. Faragonda hat dafür bestimmt Verständnis. Sofort anhalten! So können wir da nicht reingehen! Seht euch hier um. Ein traumhafter Ort. Das ist wirklich ein Riesengewächshaus für eine einzige Feenmutter. Wem sagst du das? Hier, siehst du sie? Das war Eldoras Lieblingsblume. Selina, kannst du dich an sie erinnern? Nein, aber ich weiß, dass Eldora Blumen sehr geliebt hat. Und dass wir hier die Antwort auf unsere Fragen finden werden. Ja, wir teilen uns auf und suchen nach einer Blume wie dieser. Wenn es sie gibt, müssen wir sie hier drin finden können. Wings, hört euch das an! Super cool! Stella, nein, nicht! Wir dürfen die Blumen nicht ihrer gewohnten Umgebung entreißen. Wir sollten sie nicht abpflücken. Oh, ich bin noch nie in einem so großartigen Gewächshaus gewesen. Hoffentlich darf ich mich irgendwann um das Gewächshaus kümmern. Das könnte bestimmt niemand besser als du, Flora. Stell dir doch nur mal vor, was du alles aus diesem Ort machen könntest, der nun schon so viele Jahre verlassen war. Seht ihr, wie wunderschön diese Rosen blühen? Oh nein, ich fühle mich so geschwächt. Flora? Was ist los? Flora? Flora? Blum, Hilfe. Wings, diese Rosen haben sie vergiftet. Wir müssen etwas unternehmen. Aber ich kenne keinen Blumengegenzauber. Nur Flora besitzt diese Kräfte. Wir brauchen ein Gegenmittel. Gibt es irgendwo in Alfea ein Zaubertranklabor? Aber weißt du denn, wie man ein Gegengift mischt? Eldora hat mir alles über Pflanzen und ihre Giftstoffe beigebracht. Selina und ich suchen nach einem Gegenmittel. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Vielleicht holen wir besser Professor Palladium. Er wird uns auch helfen können. Die Pflanzen können ja laufen. Vor allem laufen sie in unsere Richtung. Wings! Verwandlung! Die magischen Wings! Blumig! Oh, 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 Blum!
Flora, wir werden dich vor ihnen beschützen. Diese Pflanzen sind so stark! Macht weiter, wir dürfen nicht aufgeben! Selina, das ist das Zaubertranklabor. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Hier muss irgendwo ein Gegenmittel sein. Blumen, Hilfe! Ich krieg das schon hin. Die magischen Wings, Blumix! Ich halte den Kerl hier auf. Du suchst inzwischen nach dem Gegenmittel. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt sag schon, hast du was gefunden? Ich hab was, das Flora wahrscheinlich retten wird. Oh, gut gemacht. Ja, allerdings. Das ist großartig. Für dich tue ich doch alles, Blum. Und jetzt schnell, du musst Flora das Gegenmittel bringen. Ich kümmere mich um die Pflanze. Bist du sicher? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Geh schon! Bis später, Blum. Gut gemacht, mein Großer. Läuft doch gut, Selina. Sowas von böse. Wir sind die fiesesten Hexen aller Zeiten. Die Tricks haben den Wolkenturm erobert. Sie haben sich vorgenommen, über alle Schulen der magischen Dimension zu herrschen. Keine Sorge, Griffin. Wir werden dagegen vorgehen. Direktorin Faragonda, wissen Sie, wo die Wings sind? Nein, warum, Sky? Wegen Blums früherer Freundin Selina. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was sie betrifft. Selina? Oh, was ist denn, Griffin? Wir müssen sie aufhalten. Aufhalten? Wieso denn? Weil sie eine von ihnen ist. Selina gehört ebenfalls zu den Tricks. Wir können das nicht mehr länger durchhalten. Das müssen wir aber, bis Blum zurückkommt. Genau rechtzeitig. Wir kümmern uns weiter um die Pflanzen und du hilfst Flora. Flora, hier, trink etwas davon. Danke, Blum. Moment. Was ist denn hier los? Das ist kein Gegenmittel, Blum. Was? Selina hat es mir doch gegeben. Vorsicht, Blum. Das ist ein extrem gefährliches Gift. Aber ich wollte doch... Oh. Keine Sorge, Flora geht es bald wieder gut. Wollt ihr uns helfen, Jungs? Mit dem größten Vergnügen. Erdbebenhammer! Irgendjemand hat diese Pflanzen verzaubert. Sie sind zu Monstern geworden. Gut gemacht. Wuhu! Fantastisch, Flora. Blum, ist mit dir alles in Ordnung? Das war allein meine Schuld. Oh, Wings, es tut mir so leid. Ich habe alle in Gefahr gebracht und Flora sogar beinahe vergiftet. Blum, aber du musst dich nicht schuldig fühlen. Doch, Daphne, ich bin schuld. Blum, ist schon gut. Selina hat dich betrogen. Ich kann mir nicht verzeihen. Das werde ich mir niemals verzeihen.
Ich kann nicht länger hierbleiben. Ich muss das erstmal alles verdauen. Blum, das ist doch Unsinn. Ja, wir sind deine Freundinnen. Blum, bleib, Blum. Wir werden dir bestimmt alle Zeit geben, die du brauchst hier in Alfea. Oh, Stella, ich wünschte, das ginge. Aber ich kann nicht. Blum, bitte geh nicht. Es wird nicht leicht, aber wir sollten Blum für eine Weile gehen lassen. Oh, bitte sagt mir, dass das alles nicht wahr ist. Blum, ich glaube an dich. Das weiß ich, Sky, aber ich habe inzwischen den Glauben an mich selbst verloren. In Alfea setzt Flora im Gewächshaus ihre Recherche fort, um Eldoras Blume zu identifizieren. Blum braucht Ruhe und sucht Zuflucht in ihrem Elternhaus in Gardenia. Natürlich sind das großartige Neuigkeiten für die Trix. Selina blättert weiterhin im Legendarium und sucht nach einer Geschichte, die es wirklich in sich hat.